Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Serie über die Decrossus maculatus. Im letzten Teil bin ich ein bisschen auf das Aussehen eingegangen, ja, die Haltungsbedingungen und die Herkunft und so ein paar Spezialitäten. Gern könnt ihr das nochmal nachhören, falls ihr das noch nicht euch angeschaut habt im Video. Ja, heute soll es ein bisschen um die Haltungsbedingungen gehen und die Nahrung. Und die Filamentosus kennen wir ja schon seit langem, die kleinen Geschwister. Die Maculatus sind sehr selten im Handel zu bekommen. Ich habe Glück gehabt, ich habe über ja, fast ein Jahr drauf gewartet und sie gelten als extrem empfindlich. Ich kann das nicht wirklich bestätigen. Ich habe die Vermutung, dass das eher an den schlechten Haltungsbedingungen im Herkunftsland ursächlich zu finden ist. Also die hier sind sehr easy bis jetzt in der Haltung, sehr fidel. Sie sind ja hier in einem eingelaufenen Becken ohne externen Filter. Und diese Becken laufen in meiner Erfahrung auch extrem stabil und sind sehr belastbar und ja, bieten einfach ein gutes, gesundes, biologisches Umfeld für die Tiere. Ja, wer genaueres über die filterlosen Becken erfahren möchte, der kann natürlich gerne in meinen Videos nochmal gucken. Hinten ist eine Diffusionsfiltermatte drin, wo die Filterprozesse ablaufen, auch natürlich im Sand und die Pflanzen und so weiter tun natürlich ein Übriges. Extrem wichtig ist der Bodengrund. Der muss eigentlich aus Sand bestehen, weil die Tiere, die kauen den durch, die suchen ihre Nahrung da drin und der ist für die Kiemen- und Mundhygiene extrem wichtig. Ja, die Ernährung ist relativ einfach. Sie gehen super gut an Frostfutter, Lebenfutter natürlich sowieso. Und ja, ich habe da hier so einen Futtermix und verschiedene andere Frostfuttersorten, die ich immer mit einer Pipette hier reingebe. Und das sind jetzt zum Beispiel, glaube ich, Mysis kleine. Und sie stürzen sich da drauf. Und wir sehen auch die Funkensalmler, wie kleine Piranhas gehen sie da dran und ja, nehmen Stücke auf, die eigentlich viel zu groß für ihr kleinen Mund sind. Aber über die Funkensalmler werde ich ein eigenes Video nochmal machen. Die Maculatus lassen auch gern mal was absinken und fressen es dann vom Boden. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, dass sie auch ein bisschen die Beckenhygiene damit betreiben. Ja, vom Aussehen her hätten sie mich eigentlich nicht wirklich interessiert, wenn ich sie jetzt in dieser ja, Schachbrettfarbe schwarz-weiß gesehen habe. Da haben sie mich stark an die Julidochromis-Arten erinnert, die im Tanganyikasee vorkommen. Und das wäre für mich nicht attraktiv gewesen. Aber ich habe sie dann in der Erwachsenen-Balz-Färbung gesehen und da haben sie mich echt umgehauen. Dieses Türkis-Violette in den Flossen finde ich extrem attraktiv. Ich hoffe, dass meine auch diese Färbung bekommen. Aber sie haben da auch eine gewisse variable Farbform. Hier sehen wir sie zum Beispiel eher in einem rötlichen Ton mit gelbem Körper. Sie verlieren oftmals diese Schachbrettmuster fast oder ziemlich stark. Hier sehen wir keine Schachbrettmuster mehr, aber dafür wieder eine andere Farbform. Ich bin mal gespannt, welche Farbformen meine ausbilden. Ich will ja schauen aus diesen 5 Tieren, ich denke so in 2 bis 3 Monaten auch mir ein Pärchen rauszusuchen, die anderen Tiere dann entweder ins größere Becken zu setzen oder abzugeben, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, und hier sehen wir wieder diese spannende Fortbewegungsart, immer ruckelig, Stück für Stück, ja, immer langsam. Nur wenn sie mal so einen Fluchtreflex haben, dann ist es eine schnelle Bewegung, ansonsten sind die immer in diesem Ruckelmodus unterwegs. Ja, das Becken hatte ich eigentlich so aufgebaut,
dass im Hintergrund die Versteckmöglichkeiten sind, unter der Wurzel, im Dickicht rechts und hinter der Wurzel, und dachte mir, das kommt denen entgegen, die werden sich da wahrscheinlich ein bisschen zurückziehen, und muss sagen, da lag ich völlig falsch. Also sie sind immer vorne im freien Schwimmraum und da präsent und meistens in dieser Vierer-Fünfer-Gruppe unterwegs. Und da gönnt einer dem anderen kein Fitzelchen Nahrung. Wenn also einer mal was im Maul hat und wieder ausspuckt, kommen sofort zwei andere und schnappen sich das auch und gucken, ob man es fressen kann. Und erst wenn es so geht, so durch drei, vier Münder gegangen ist und die merken, nee, das ist gar nichts zum Fressen, dann geht's weiter und sie ziehen wieder zum nächsten Fleck. Ja, in den nächsten Bildern sehen wir, dass so ganz langsam die Rückenflosse anfängt, leichte weiße Farbe zu bekommen. Das heißt, die Tiere ja, verlassen ganz, ganz, ganz langsam ihren Teenager-Status und ja, treten ins Erwachsenenalter ein, aber das wird noch einige Monate brauchen. Momentan kann man Geschlechter natürlich noch nicht unterscheiden. Bin gespannt, wann ich da die ersten Unterschiede erkennen kann. Ja, und dann ganz plötzlich habe ich was entdeckt, was ich in meinem Becken noch nie gehabt habe, nämlich Planarien. Ja, die sind natürlich nicht so gern gesehen, aber ich mache mir momentan da noch keinen großen Kopf. Sind noch einzelne, die ab und zu mal die Scheibe hochgehen, dann von mir abgesammelt werden, und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die Maculatus drin, die Funkensalmler, es fehlt mir noch was. Und ich habe immer schon mal ein Auge auf die Otocyclus geworfen gehabt. Und ich habe neulich bei uns schöne Tiere gefunden, die auch nicht abgemagert waren. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und da habe ich mir 12 Stück gekauft und 7 Stück sind hier drin, 5 in einem anderen Becken. Und die bringen nochmal richtig Leben rein, sind sehr aktiv unterwegs und machen richtig Spaß. Auch da kommt ein extra Video dann dazu. Ja, ich bin in der Regel absoluter Lebendfutter- und Frostfutter-Fan, weil ich denke, das ist qualitativ einfach das Hochwertigste, was man den Tieren bieten kann. Trockenfutter ist für mich immer nur so eine ja, Notlösung, weil ich denke, die Inhaltsstoffe sind einfach qualitativ nicht so gut wie in einem guten Frost- und Lebendfutter. Ich habe hier ja, so ein Gelfutter von Joachim Mund mir bestellt in seinem Shop und habe das eigentlich für die Odocyclus auf so einen Stein gestrichen und dachte, ja, das ist ein tolles Futter für die, da können die schön dran rumlutschen. Und war ganz überrascht, dass das auch absolut interessant war für die Maculatus. Ja, die sind da rangegangen und man sieht es hier und ja, zupfen sich da kleine Stückchen raus. Das sind also verschiedene sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Ja, und die gehen richtig gut da dran und haben da richtig Spaß mit. Ja, da kommen wir auch schon so langsam ans Ende von diesem zweiten Teil. Im nächsten Teil hoffe ich dann schon so ein bisschen Geschlechter unterscheiden zu können und will dann ein bisschen was über die Zucht machen. Und die ist echt tricky. Also da findet man ja wirklich ganz schwierige Informationen online und da bin ich mal gespannt, wie ich da zurechtkomme. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich über ein Like, einen Kommentar, ein Abo und wünsche euch alles Gute jetzt auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Bleibt fit, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.